Dieser Tage erlitt ich in der Reichelt-Kaufhalle einen leichten Kulturschock. An der Brottheke bediente mich eine stattliche, vollbusige Frau in den gehobenen mittleren Jahren. Sie war sehr zuvorkommend, was für sich allein in Berlin schon ein Kulturschock ist. Und sie bediente sich dabei einer Sprachmelodie und Konsonantenanlautung, die zweifelsfrei ihre Herkunft aus einem gewissen Teil unseres schönen Landes nachwies, den sie alle kennen. Ich meine die Region, in der die vier Buchstaben GEN, weiches G-E-N-N, als Multifunktionäre tätig sind, nämlich gleichzeitig für Gönnen, Kennen und Können stehen. Das kenne ich der nicht. Die kenne ich nicht. Die gönnen mir mal den Buckel runterrutschen. Ich muss vorausschicken, dass es der Ehrgeiz eines jeden sächsischen Kantors war, seine Kinder in einen der berühmten Knabenchöre zu geben, entweder in den Thomanerchor oder in den Kreuzchor. Und mein Vater, da wir in der Nähe von Dresden wohnten, in Gauernitz, mein Vater dort Kantor war, war also vorausbestimmt, ich muss irgendwie in den Kreuzchor. Zumal auch ein Kantorenkollege in Coswig, Kantor Zimmermann, seinen Sohn bereits im Kreuzchor hatte. Und es war auch so ein bisschen eine Rivalität und ein besonderer Ehrgeiz, dort die Söhne unterzubringen. Und so wurde ich also mit 8 Jahren, vielleicht sogar noch etwas eher, mit meiner Mutter nach Dresden geschickt. Mein Vater konnte gar nicht dabei sein, der war damals im Krieg, der wurde als einer der ersten mit eingezogen. Ging ich mit meiner Mutter nach Dresden und sang in der Kreuzschule am Georgplatz Professor Mausberger vor, ich weiß noch genau welches Lied, Wem Gott will rechte Gunst erweisen. Und ich wurde dann also für die Vorbereitungsklasse aufgenommen und somit war eigentlich mein Schicksal besiegelt. Das heißt, es ging dann seinen Lauf. Ich wurde 2 Jahre für den Kreuzchor vorbereitet in Dresden bei Katharina Lange-Froberg. Die hat es damals für den Kreuzchor gemacht. Ich weiß noch, gleich in der Nähe der Frauenkirche wohnte sie im 6. Stock und wir mussten also bis ganz hoch laufen und in ihrem Musikzimmer standen 2 oder 3 Flügel, für uns unvorstellbar damals als Kinder. Und so bin ich also dort hineingepilgert und ab und zu auch mal in die Kreuzschule auf den Georgplatz. Ich sehe mich heute noch vom Postplatz, wohin der Bus von Gauernitz fuhr, laufen Reitbahnstraße rüber zur Waisenhausstraße und bis in die Kreuzschule. Also das steht noch vor meinem Auge. Ja, und dann kam also 2 Jahre Vorbereitungszeit, wöchentlich einmal, manchmal auch 2-mal nach Dresden fahren. Das war schon vom Dorf eine Aktion und ich fühlte mich schon wie so ein kleiner Großstädter damals oder einer, der die Welt erobern will. Ja, und diese Vorbereitungszeit war natürlich sehr wichtig, denn nach 2 Jahren kam dann die Entscheidung und dann musste man eine Aufnahmeprüfung machen und zwar eine gepfefferte. Wurde alles Mögliche abverlangt, vom Blatt singen, Intervalle kennen, Klavierspiel und ich wurde dann also aufgenommen. Das heißt, eigentlich auch wieder nicht, denn in diese Zeit fiel genau der Angriff auf Dresden. Und mit dem 13. Februar war natürlich auch der Kreuzchor total ausgelöscht. 11 Jungs fanden damals den Tod bei diesem Angriff. Und zunächst war erstmal Ruhe. Es ist alles in die Welt zerstorben,
Mauersberg, ging zurück ins Erzgebirge nach Mauersberg in seine Heimat und hat von dort aus mit den ehemaligen Inspektoren versucht, den Kreuzgau wieder aufzubauen. Man kriegte dann durch die russische Kommandantur ein neues Heim zugewiesen. Die Kreuzkirche war ja in Schutt, die Kreuzschule war ja in Schutt und Asche. Und zwar war dieses erste Domizil die Oberschule in Dresden-Plauen auf dem Schleiermacherweg. Dort bekamen wir die Kellerräume als Internat zugewiesen und die Aula für unsere Proben und für unsere Chorarbeit. Diese Anfangszeit war natürlich mit großen Schwierigkeiten verbunden. Es gab wenig zu essen, es gab wenig Heizungsmaterial und wir sind eigentlich eine sehr verschworene Gemeinschaft in dieser Zeit geworden, weil jeder musste irgendwo mit anpacken und jeder war auf den anderen angewiesen. Das ist übrigens eine Tatsache, die die Freundschaften unter uns Kruzianern bis heute aufrechterhalten hat. Und meine besten Freunde sind auch meine Kruzianer, Klassenkameraden aus dieser Zeit. Und wir erinnern uns natürlich hin und wieder gern an diese schlechte, aber für uns auch wiederum schöne Zeit. Denn die Schule stand damals ein klein wenig im Hintergrund. Es war noch nicht viel Lehrmaterial da und auch die räumlichen Verhältnisse waren sehr bescheiden. Und insofern stand der Chor ganz im Vordergrund. Ein großer Teil des Notenmaterials war mit dem Angriff in Schutt und Asche gegangen. Und so mussten wir also verschiedene Motetten, Chorwerke selbst schreiben. Irgendwelche Partituren wurden natürlich aufgetrieben und das war unsere Beschäftigung. Und das, was Mauersberger früh komponierte, wurde abends schon probiert. Mauersberger schrieb damals sehr viel für den Kreuzchor, auch aus diesem Grunde, weil eben sehr viel verloren gegangen war. Ja, und das sind so die bleibenden Erinnerungen für mich, die Aufnahme in den Kreuzchor. Und mit diesem Weg, mit diesem Schritt, bin ich Dresden bis heute verbunden geblieben. Professor Rudolf Mauersberger ist der Pfleger einer alten Musiktradition, denn der Dresdener Kreuzchor wurde im 13. Jahrhundert gegründet. So gehörten die singenden Knaben in Glanz und Not durch 7 Jahrhunderte zum Bild der Stadt. Seit einem Menschenalter ist Rudolf Mauersberger Kreuzkantor. Er erlebte, wie Dresden sein Antlitz verlor, wie der Chor starb. Im neuen, alten Dresden ein neuer, alter Chor. Und Klang und Stein sind brüderlich gewachsen. Zunächst mal ging die Hauptinitiative für die Wiederauferstehung des Kreuzchors von Rudolf Mauersberger aus. Und Rudolf Mauersberger war auch ein Typ, der ganz für den Chor lebte. Der also keine Familie hatte, das ist vielleicht auch ein gewisser Vorteil. Aber er hat sich nie in den Vordergrund gestellt. Er hat alles für den Chor getan. Er hat komponiert für den Chor, er hat probiert für den Chor. Und er hat auch viele Dinge gemacht,
in Kauf genommen, die man vielleicht normalerweise nicht in Kauf nimmt, einfach nur um dem Korps zu helfen. Ja. Zum Beispiel im Umgang mit der russischen Kommandantur. Das machte er zwar nicht persönlich, aber er wurde natürlich als die Persönlichkeit immer vorgezeigt. Und das war damals von großem Vorteil. Und insofern hat Mausberger einen riesengroßen Anteil am Fortbestand des Dresdner Kreuzchors. Der Kreuzchor hat eine eigene Internatsschule, in der die Kruzianer vielseitig gebildet werden. Im Übrigen sind sie Jungen, wie andere auch. Ich bin dann bis zum Abitur im Kreuzchor geblieben, war auch Chorpräfekt, das heißt der Mann, der den Kantor auch mal vertreten konnte und die Proben zum Teil leitete. Und da habe ich natürlich sehr viel gelernt und sehr viel Erfahrung bekommen. Und für mich stand eigentlich schon mit der Mutation, das heißt also mit dem Stimmwechsel fest, dass ich nach dem Abitur irgendwie bei der Musik bleibe. In welcher Form, das war noch nicht ganz klar, denn die stimmlichen Voraussetzungen kann man erst später erkennen, da kann man mit 17 Jahren noch nicht so viel sagen. Aber im Hinterkopf schwelte natürlich schon der Gedanke, irgendwann mal Sänger zu werden. Und da wieder ganz besonders auch Tenor, denn fasziniert hat mich immer, die haben mich über die Evangelisten in den Passionen oder im Weihnachtsoratorium. Das war für mich so ein Wunschtraum, weil dort sah ich, wie man sich äußern kann mit stimmlichen Mitteln und wie man etwas gestalten kann. Das war irgendwo für mich hochinteressant und nachahmungswürdig. Und so habe ich dann, nachdem ich nach dem Abitur nicht genau wusste, was mache ich in der Musik, Kapellmeister studieren, Gesang studieren oder ein Instrument, da gab mir Mausberger damals den sehr gut gemeinten Rat, werden Sie Sänger. Das habe ich übrigens auch schriftlich von ihm. Und damit bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg gewesen. Noch nicht ganz. Denn es passierte Folgendes. Mit 18 Jahren oder 19 war ich inzwischen. Ich studierte in Leipzig bei einem Freund von Rudolf Mausberger, bei Fritz Polster. Mit 19 kriegte ich plötzlich von Mausberger das Angebot, oder wie soll man das sagen? Er wollte, dass ich den Evangelisten in der Matthäus-Passion singe, in der Kreuzkirche. Als junger, unerfahrener und noch nicht so richtig ausgebildeter Sänger war das natürlich ein Riesenwagnis. Und das musste schief gehen. Das ging schief und das musste schief gehen, aber hatte auch seine guten Seiten. Denn auf diese Weise war mir klar, dass ich nur weiterkomme mit einem ordentlichen Studium an einer Hochschule, wo man umfassend als Sänger ausgebildet wird. Und so kam ich dann an die Dresdner Musikhochschule und dann lief alles eigentlich planmäßig. In jedem Jahr geht der Kreuzchor auf Reisen. Nach Westdeutschland und auch ins Ausland. Prager Frühling. In der Volksrepublik Polen. Frankreich. In Skandinavien. Überall hat der Chor seine Freunde. Ich hatte nie das Bedürfnis, irgendwo anders zu leben als in Dresden. Und man kann es auch provinziell nennen, aber das würde ich in Kauf nehmen, weil ich auch heute immer wieder feststelle, es ist so schön in der Umgebung Dresdens, in Dresden. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel gesehen. Fast alle Kontinente und in schönsten Farben auch erlebt. Trotzdem zog es mich und zieht es mich bis heute immer wieder zurück nach Dresden. Und das kann man nicht so ohne weiteres in Worte kleiden. Das ist eine innere Einstellung. Jedenfalls